Während uns in Deutschland Regen und Schnee den Frühling vermiesen, kann Alexandra Kamp jeden Morgen auf ihrer Terrasse in Los Angeles frühstücken. Traumwetter und Traumlaune. 2 Monate lang möchte sie hier zu Castings und zu Schauspielkursen gehen, am Strand meditieren, Sport treiben und jede Menge Energie tanken. Ich stehe teilweise 5 oder 5:30 Uhr morgens auf und dann werden 2 Stunden Sport gemacht, was ich in Deutschland überhaupt nicht hinbekomme. Aber hier ist so schönes Wetter. Hier hat man sofort Lust, rauszugehen, joggen zu gehen. Das ist besonders effektiv in den Hügeln von Hollywood, denn da geht es ordentlich bergauf. Alexandra Kamp nimmt sich die Freiheit immer wieder aus ihrem Alltag in Berlin aus und zu neuen Ufern aufzubrechen. Freiheit ist das Allerwichtigste in meinem Leben. Und hier, hier in Los Angeles kann ich diesen Bedarf an Freiheit genügend decken. Und ich kann sehr, sehr gut alleine sein, komme sehr gut mit mir alleine klar. Alexandra Kamp spricht 5 Sprachen fließend, hat schon in Paris, New York und Barcelona gelebt. Sie ist mit Leidenschaft Kosmopolitin. In jedem Ort der Welt erschafft sie sich ihre eigene kleine Heimat. Ihre Terrasse in Los Angeles ist der blühende Beweis dafür. Ich fühle mich eigentlich immer dort wohl, wo ich gerade bin. Da mache ich es mir schön. Also es gibt natürlich Heimat und die Heimat ist ganz klar der Schwarzwald. Baden-Baden, die Stadt, in der ich groß geworden bin. Aber ansonsten fühle ich mich überall auf der Welt sehr wohl. Im Herbst wird in Los Angeles ein neues Theaterstück aufgeführt. Es geht um eine junge Frau, die Karriere machen will und kläglich scheitert. Alexandra ist eine von 250 Schauspielerinnen, die sich für die Hauptrolle bewerben. Aber daran denkt sie beim Casting mit Regisseur Anthony Mora nicht. That's a stage. Read my lips, that does not happen. Da in Los Angeles das Theaterwesen anders als in New York sehr, sehr klein ist und es sehr, sehr viele interessante Stücke gibt und ich sehr gerne in Englisch spiele, möchte ich einfach die Chance nutzen, wenn ich hier Castings und Auditions habe. Sie hat ein großes Talent und sie hat eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Das macht Alexandra so besonders. Und es ist genau das, was mir bei Schauspielern am wichtigsten ist.